mach die untere an, die untere. Hier, das ist doch super geil. Nicht? Ey Junge, ist das geil, Alter. Oh, Psycho. Den habe ich vorgestern noch geguckt. Aber hier auch. Der ganze Film ist auf YouTube, komplett. Also, Uncut. Wo wir bei guten Remakes sind. Super geil. Geil. Der Armbrust, Junge. Jetzt tun die einem so leid, ne? It's a bad day of the they're us. We're them, they're us. Say what? Geil, Junge. Original sind wir das, Junge. We're them, they're us. 4. Juli. Ja, auch Stoner Bier, Junge. Original sind wir das. AJ Armstrong. Ultra die guten Filzenklamotten. Einfach nur der AJ, Alter. Ey, hier, kippen, Junge. Boah, wie geil. So ein Kiosk. Guck mal, hinten ein Krankenwagen. Ey, Junge, ob der hier ein Bier am draufkippen ist. Hier, Kaffeeknarren. Hier. Having fun. Give me a break. Fandango. Geil. Die leben ja. Ey Junge, aber was soll daran jetzt verwerflich sein? Ich find's geil, dass... wie heißt nochmal der eigentliche Regisseur von Dawn of the Dead? Und George so Romero. Das war ja immer so Kaufhaus, das war so Konsumkritik und so weiter. Finde ich geil, weil er hat eigentlich, heute gibt es so viel Zombie-Kram. Das sind ja die Anfänge davon. Mhm. Er hat ja den modernen Zombie eigentlich erfunden. Er hat in dem Originalfilm, von dem ist ja alles beschrieben, wie ein Zombie ist. Ja, und jetzt pass auf, nochmal zurück zu Demons, ist halt eben, wir kannten den Zombie-Film im Originalen in- und auswendig, fanden den ultra geil, haben uns immer vorgestellt, was wir halt mit den Zombies machen würden, weil die sind halt lahm, können sich nicht wehren und als Kind kannst du irgendwie einen Zombie theoretisch platt machen, ne? Mhm. Und dann kam aber Demons, das sind ja keine richtigen Zombies in dem Film, aber die waren halt schnell und ultra aggressiv. Ja, deswegen, jetzt auch normal in Zombie-Filmen. Wie bei 28 Days Later, wo die auch rennen können. Und deswegen fanden wir den Trailer ultra krass und hatten halt voll Schiss und dachten, der Film ist, also ist auch krass und geil und brutal. Ja, aber deswegen haben wir den dann da aber ist halt, im Keller, Alter. Im Keller von der Oma. Das war der Typ, habe ich ja erzählt, mit der, kann man das erzählen? Mit der Fickpuppe. Ne, ja, genau, der Cousin von dem. Und der hat ja, bei der erzählen, haben wir oder? Abends zu Abend gegessen. Das war 92 oder so. Da kam Fate No More Angel Dust raus. Ah, geil. Und da hatten wir die. Wobei ich die auch nie so richtig gefeiert habe. Bis dahin waren die gut. Ja. Und da hat er die Maxi von Midlife Crisis. Da war ein Song drauf, der hieß Crack Hitler. Und dann haben wir im Keller gehangen, haben uns schön bei Aldi Chips, diese Tonnen mit Chips geholt, Topstar Cola und gedacht, geil, wir machen einen geilen Teenager-Movie-Abend im Keller. Matratzen, Luftmatratzen, den Fernseher hingestellt und oben die Oma. Und bei der Oma zu Abend gegessen. Und dann lief im Keller, die Tür war noch auf, hat die gerufen, wir gingen hoch und unten lief der Song Crack Hitler. Und dann sagt die, Christian lief ja auch. Der Cousin von dem von der Sonderschule mit der Gummipuppe. Christian, mach den scheiß Lärm aus. Und dann sagt die, aber Oma, das ist Hitlermusik. Und die so, ja, ehrlich? Geht die so, ja, super krass. Ja, das war die Aktion. Ja, und derselbe Typ übrigens, aber wo wir gerade bei Storys sind, ne? Also das war ja meine Gang, die Heavy-Rouladen von Ensdorf, Alter. Die Heavy-Rouladen? Ja, so nannten wir uns. Da wir immer gezeltet haben im Sommer und dann immer in den Schlafsäcken uns vorgestellt haben, wir wären Rouladen. Ja. Aber weil die auch Heavies waren. Genau, wir waren halt Heavies. Alle lange Haare. Die Heavy-Rouladen. Richtig. Ey, Junge, it was all good. Ja. Mega. Reden wir von 1990 oder was? 93, 92. Ja, ja. Ey, jedenfalls, Shoutout auch an Paul Jakubowski. War 1993 das beste Jahr? Ey, ob ich wohl 1993 das Buch hier gekauft habe, Junge? Also muss auch das 93, halt noch Junge. Da war das auch in diesem Jahr, da war Sommerferien, wie gesagt, da haben wir so Fernsehabende gemacht, hier Horrorfilm Nacht im Keller von meiner Oma. Da waren wir im Wald. Im Wald haben wir immer so Buden gebaut und so weiter. Da war auch ultra der krasse Sturm in dem Jahr. Halt, der zweite Baum lag irgendwie rum. Wir so Dinger gebaut, da haben wir auch mitten im Wald diese Höhle gefunden von diesen Satanisten, Alter, wo die sich mitten im Wald wie so ein Haus gebaut hatten. Wir sind da so eingestiegen, ey, Alter. Ob es wohl früher immer Satanisten gab? Ey, Junge, in jedem Zeltlager, wo ich war, hieß es, echt so. Ey, wir haben hier auf dem Nachbarparkplatz letzte Nacht, da wurde ein
Bikini voll gepinkelt und da wurden umgedrehte Kreuze drauf gemalt und so weiter. Geht man nicht alleine nachts im Wald pissen oder irgend sowas. Ja, wir haben zwei Sachen, wo ich wirklich live dran war in den Satanisten, als wir diese Bude gefunden hatten. Ja, was war das? Wir fanden aber halt auch Typo Negative geil, das war aber später Typo Negative. Ja, jedenfalls, da war ein Bett drin im Wald, so ein Häuschen mit einem Bett, alles voller Kerzen und halt auch so umgedrehte Kreuze und sowas. In so einem kleinen Kackdorf an der französischen Grenze, Alter. Aber ob dich da wohl keiner schreien hört? Ja, wir sind auch so gerannt. Jedenfalls, an einem anderen Tag waren wir auch da im Wald unterwegs und rannten und der Christian, ne, das war eigentlich so der Älteste und so ein bisschen so der Anführer von uns. Und der härteste Typ eigentlich, ne? Das war so der Corey Feldman-Typ. So bei uns in der Gang. Was sag ich aus dem? Immer einen lockeren Spruch drauf. Und da sind wir so gerannt, mitten durch den Wald. Auf einmal blieb der stehen, wie angewurzelt, und starrt so in den Wald rein. Einfach so am helllichten Tag. Und wir so, ey Christian, komm. Peach hieß der. Peach, komm her, was ist? Der bleibt so stehen. Und wir so, der hat gar nicht mehr reagiert, aber bestimmt 2 Minuten lang. Wir so, oh, sind so zu dem hin, stand der da, und dann haben wir den das erste Mal weinen gesehen, stand der da und heult und guckt nur so starr so in den Wald. True Story, Alter, ich schwör's dir. Starr so ins Gebüsch. Warum? Dann, Alter, was ist los mit dir? Wir haben direkt so Schiss gekriegt, als wäre wenn der schon heult. Ob der angeschossen wurde oder irgendwie sowas, ne? Und so, und ob der irgendwas hat. Der hat gezittert, Alter, starr so ins Gebüsch und meinst so, was ist los? Und der, dann meint er, ich habe die Mutter Gottes gesehen im Wald. Die weiße Mutter Gottes. Wir waren auch so ultragläubig und so immer in der Kirche und so. Und da meinte er, der hätte eine weiße Mutter Gottes im Wald gesehen. Hat Alter. Er aber auch gesehen. Wow, Alter. Und du, hast du damals noch an Gott geglaubt? In dem Moment kurz wieder, ja. Aber warst du nie so Kirche oder so? Alter, weißt du, wie viel Schiss wir danach wochenlang alle vor der weißen Mutter Gottes hatten, dass die uns erscheint, ey. Junge, da hatte ich gar keinen Bock mehr auf Kirche und gar nichts. Die weiße Mutter Gottes im Wald. Junge, gar keinen Bock. Ja, und Satanismus war die Aktion. Hier ruht das Grab von Frechen. Ach, so, das war meine Entourage damals. Der andere Typ, mit dem ich hing, Frank Sprengel, der war der, dessen Bruder, der war irgendwie schon 16 da, der war da schon deutscher Bodybuilding-Meister, der hat uns alle so auf Pumpen und Sport gebracht. Und da der auch die Waffen bestellt hat aus diesem Quon-Katalog und so. Und der hatte einen Ninja-Anzug ja schon. Hab keine Kohle für Ninja-Anzug. Ich immer da mit so schwarzen Klamotten und schwarzer Turnanzug so mit dem in den Wald, auf dem Hasenberg, ne? Und da war nämlich auch so eine Grillhütte mitten im Wald. Und da meinte der, ey, Samstagsabend sind hier Satanistenpartys. Und wir alle so, ja, ist klar. Überall so. Und dann so, sagt er zu mir an dem Beach, ja, überall. Hat er dir original ein Nachtsichtgerät halt. Und ein Ninja-Anzug. Da haben wir uns bei dem getroffen. So, komplett alles schwarz. Also wie mit einem schwarzen Turnanzug, Alter. Mit einem schwarzen Turnbeutel. Mit Nachtsichtgerät. Und da sind wir in den Wald und haben die Satanisten beobachtet. Waren natürlich normale Heavys, die am Saufen waren. Und dann, das sind die. Und dann alle ultra eingeschissen. Das sind so satanistische Rituale, Alter. Ey, wie geil sind eigentlich Jungs, Junge? Wie geil sind eigentlich Waren. Ey, aber ohne Scheiß, ob man uns ins Gehirn geschissen hat, Alter. Das ist schon ohne Scheiß. Was in unseren Hundehirnen vor sich ging, das konntest du ja keinem erzählen. Was dabei auch teilweise für eine Scheiße rauskam. So, wir machen jetzt das und das. Ja, okay, Junge. Genau. Wir observieren die Satanisten. Was habt ihr gemacht? Ja, 12, 13-Jährige beobachten dann so 16, 17-Jährige beim Saufen. Und dann so, ja, ich glaube, dann immer so, haben wir immer so gehört, ob die so Satans-Sachen rufen und so. Ja, da waren wir noch nicht durch, wie geil ist es. Ey, mehr so Storys bitte. Ja, gerne. Ey, du musst eigentlich auch nochmal Dracula. Alter, wow. Das ging ja am laufenden Band so weiter. Das Marburg-Haus, Alter. Das kenne ich schon nicht. Junge, mit der verrückten Alten, mit dem behinderten Sohn. Pass auf, das ist filmreife Story. Aber das war doch der Dracula. Nee. Da war doch auch so ein Sohn. Ja, der Sohn war aber, da war der Vater aber behindert, der Sohn normal. Ey, das Marburg-Haus, also, okay, da müssen wir kurz springen. Das hätte ich mir die Story eigentlich mir nicht aufbewahrt. Als Scream rauskam, war ja so Horror und Grusel Revival. Mhm. Da war ich ja dann auch schon Satan und 16. Santana Revival. Santana Revival. Satan und Devil, du blöd Kuh. Ja, der kam 97 raus, 98. Da war ich schon Hardcore und vegan und so ein Quatsch, ne? Und wir trafen uns ja immer alle in Saint-Louis am kleinen Markt am Busbahnhof. Und da waren dann halt hier so Hip-Hop-Leute, Hardcore, Assis, ja. Punker, ja.
alles gemischt und alle wollten die coolsten sein. Dann kam Scream raus und dann hatten alle Bock auf Horror und hat man auch Leute angerufen und verarscht und alles hatten nur noch Bock auf Horror. In dem waren ja Sommerferien da auch wieder. Und dann hat einer immer eine Story erzählt auf dem Gau. Der Gau war irgendwie so Land, also da war das nächste Dorf immer 10 Minuten weit mit dem Auto entfernt. Mhm. Lauter Käfer und dann französische Grenze. Und der Grenzverlauf war aber auch so mitten durchs Land halt durch. Ey, das hast du mir mal, wo die Bullen euch da fertig gemacht haben. Das war im Geist, bei der Geisterstadt in Frankreich. Wir haben nur so eine Scheiße. Ey, das musst du mir auch nochmal erzählen. Pass auf, Marburghaus erzählt einer von denen, der selber im Gau wohnte, weil die konnten auch gar nicht richtig reden. Das waren halt auch richtige Hillbillies. Also vom Gau. Und dann meinte, ja, am Marburghaus, der Sohn von Marburg, so hieß die Familie, der ist auch immer noch im Wald. Ich so, hä, was ist das denn für eine Story? Jo, da wohnt halt eine Alte ohne Strom im Wald seit 30 Jahren. Ohne Strom. Scheiß den Wald, Junge. Nee, die hat da einen kleinen Bauernhof, so ein paar Hühner und so. Aber die ist schon seit Jahren weg. Die ist gestorben irgendwann. Aber die hatte einen behinderten Sohn und mit dem ging die einmal die Woche oder einmal im Monat im Dorf zu Fuß, keine Ahnung, 2 Stunden lang. Hat da dann so Butter und so ein paar Sachen gekauft und Wasser, halt in den 90ern noch. Und wieder zu Fuß zurück mit dem behinderten Sohn. Und der war auch ohne Betreuung und so. Und das war noch alles für alle völlig normal. Die war aber schon uralt. Der Sohn war halt auch schon 40 und geistig und körperlich schwerst behindert. Oh, weia. Und wohnte mit der auf so einem Hof. Mhm. Okay, das Haus ist irgendwo im Wald, Ruine. Und angeblich rennt der Sohn noch darum im Wald. Wie so, ja, cool. So, mit einer Kolonne von 3 Autos. ein paar Weiber dabei und so. In den Wald gefahren. Oh, Der eine Typ meint, der weiß genau, wo das ist, Alter. Steigen wir aus dem Auto aus. Ultra, oh, so super spät, Junge. Halt in Sommernacht. Wir latschen ultra halbe Stunde schon in den Wald. Aber war das nicht geil, so ohne Internet? Super. Also muss jetzt, krass. Okay. Wir müssen uns ja jetzt unseren YouTube-Film halt einfach machen, halt so. Ja, im Wald rumgerannt waren so 10 Leute oder sowas. 3 Mädels und 7 Typen. Bei den 7 Typen halt auch die größten Gangster-Hip-Hop-Heinis dabei, die ganze nur Sprüche geklopft haben. Und dann, ja, wir sind gleich da. Ich dachte, Alter, das ist ja, wir finden nie im Leben wieder zurück. Mitten im Wald, irgendwo auf dem Land, da französisch, weiß ich nicht, wie viele Kilometer das waren. Wir finden nie wieder zu den Autos. Und dann hat man schon gesehen, so da war so, und ging so ein bisschen runter, hat man das Dach von dem Haus gesehen auf einmal. Da waren die ersten schon leise. Und jetzt kommt's, gehen wir so weiter den Weg. Einmal, ohne Scheiß, liegt auf dem Weg ein abgeschnittener Schweinekopf auf einmal einfach so rum. Oh, Scheiß. Also der war so, wie so, Alter, boah, stehen geblieben, so, Junge. Durchgeatmet. Ey, hätte ich dann, aber auch schon keinen Bock mehr. Heute die Weiber am Schreien, am Heulen und so. Liegt da so ein Schweinekopf auf dem Weg, ja, Alter. Hätte ich auch so Sachen, hat man auch bei den Pfadfindern, ja, geht mal in das Tor oder geht mal da und da hin irgendwas holen, ja, oder so. Und dann hat man halt so Sachen gesehen unterwegs und wusste halt nicht so richtig, was soll ich damit jetzt anfangen? Aber ein Schweinekopf, ja, hätte mir halt auch... Schweinekopf, ja, irgendeiner, die... Der weil zwei von offensichtlich den findet ja irgendein Psychopath, dass das eine gute Idee ist, dann Schwein... So, wer weiß, vielleicht würde er auch gerne noch einen Kopf daneben legen oder so. Ja, da hatte auch keiner ein Handy. Und es hört sich ja auch keiner schreien. Das war 97, 98, keiner hat ein Handy. Alle Scream gesehen. Schweinekopf, okay, alles klar. Wieso, ja, kann passieren, dass halt ein Schwein geköpft wird im Wald. Ja, und dann gut. Dann wieder lustige Sprüche gemacht, okay, weiter, da vorne ist das Haus, wir gehen jetzt da rein. Das war halt schon, also war schon verwildert und verwuchert und die Tür eingetreten und sowas. Und hast halt gesehen, das war wie im Mittelalter, ne? Halt, da war zwar eine Küche drin und sowas, aber halt mit Feuer, wurde da Wasser und sowas, aber halt alles schon total rum, da waren welche drin, Graffiti drin, alles, Scheiben eingehauen und so am Miniladen. Und draußen war ein Hühnerstall. Wir sind da überall rein mit der Taschenlampe. Und da war aber schon immer so, jeder hat nur so Witze gemacht, das aber nicht in der Stimmung war, in der ganzen Gruppe, jeder hat sich ultra eingeschissen. Ja, ja. Ultra krass. Und aber keiner auch immer so eng beieinander, immer so Rücken an Rücken schon so rein. Okay, war nichts. Einmal ein Vogel weggeflogen, auch wieder eingekackt. Und dann sind wir in den Hühnerstall draußen. Der war so wie deine Kleiderkammer hier so groß. Ne? Auch die Tür aufgemacht. Und dann so geguckt, okay, nichts drin. Puh, alles klar, boah, können wir jetzt wieder gehen? Alles klar, war lustig und so, nicht schlimm. Auf einmal schleift einer mit dem Fuß über den Boden, war da eine Kette auf dem Boden. Und der hebt die Kette an. Und dann jault einer. Alter, da war da eine Luke im Boden drin. Nee, ey, doch, Tanz der Teufel. Junge, original, in dem Hühnerstall. Ach so, genau, nee, das Krasseste war noch in der Wohnung da drin, daneben waren wir in dem Zimmer von dem behinderten Sohn. Da waren halt so Ketten auch an der Wand. Alter, wo die den festgemacht hat früher. Ey, komm, ohne Scheiß.
Ohne Witz. Also das war, aber ihr wisst, ihr habt den da nie dran gesehen. Also pass auf, wir so alles klar, Ketten, und dann sind wir waren wir in diesem Hühnerstall, hebt ihr diese Luke hoch, alles voller Staub, ist da so ultra der Moder. Jeder, keiner hat was gesagt, der hebt die so ganz langsam hoch, wir leuchten da so rein und auf einmal hörst du so, und dann sind wir nur gerannt, Alter. Nee. Alter, nee. Das ist auch eine der asozialsten Erinnerungen, die ich habe, neben der Muttergottesaktion und dem Dracula, was sich ja nachher aufgelöst hat. Und ich das denke, mit den Bullen, wo die Bullen euch, die Flicks euch... Ja. Naja, die in der Geisterstadt in Frankreich. Ey, sollen wir jeweils noch eine dieser Geschichten nochmal nach ein, also so, noch zwei machst du noch. Ja. Soll ich jetzt alle raushämmern oder was? Ja, wann denn sonst?